Beide stehen 4-4. Es geht ums Treppchen. Bisher dazu kommt, was du vorher wunderschön rausgefunden hast, dass beide Teams eine relativ gegensätzliche Team-Mentality haben. Die einen sind eher aufs Late-Game aus und spielen passiv bzw. defensiv eher. Und die anderen sind eher so aggressive, wir wollen das im Early regeln und suchen diese Engage-Strategien. Catch-like fast schon. Das kommt wohlgemerkt auch noch dazu. Ja, das sind doch schon mal rosige Aussichten. Was können wir denn so an Picks oder Bans erwarten hier in dieser wundervollen Partie? Ich bin auf jeden Fall gespannt, weil wir jetzt mittlerweile einen neuen Patch haben und Lilia released worden ist, ob wir eventuell einen Lilia-Bann sehen werden hier in der Runde oder eventuell sogar einen Swain. Swain hat auch einen sehr starken Buff bekommen. Und das könnten eventuell zwei Kandidaten sein, die wir heute sehen werden. Mhm. Ja, okay. Würde ich auch sagen. Cool. Definitiv. Kommt dazu. Cool, cool, cool. So, genau. Die Teams bereiten sich gerade noch in der Lobby vor. Indessen, ich schreibe mal gerade nebenbei mit dem Team. Ja, mach das. Tu, was du nicht lassen kannst. Ah, ja. Ist ja ein bisschen kritisch hier. Ja. Immer kritisch. Also wir überbrücken einfach mal die Wartezeit und die technischen Probleme einfach damit, dass wir ein bisschen über die heutige Begegnung zwischen den beiden reden, was wir heute erwarten. Weil ich bin der Meinung, dass wir den gleichen Playstyle sehen werden, den wir in den letzten Games auch gesehen haben. Das heißt, wir haben auf der einen Seite natürlich hier Onga Bonga, die hier, wie du bereits vorhin erwähnt hattest, sehr aggressiv spielen und auch sehr gerne snowballen möchten. Geht schon in den Pick. Wogegen Phoenix hier mehr passiv spielt, beziehungsweise nicht passiv, wohl überlegter spielt und hier ins Late Game möchte. Hm. Onga Bonga sieht hier schon mit dem Grace aus, dass sie definitiv Karnix die Late-Game-Variante schon mal mit Graves wegnehmen, beziehungsweise Graves ist ja ein Mid-Game-Spike, einer Late-Game-Jungler. Shen wurde jetzt ebenfalls gebannt, ist ja so ein bisschen der Target-Bann gegenüber Battlefield, der hier in den letzten Games eine relativ starke Performance hatte hier mit Shen. Das stimmt, hat er sehr starke Performance. Elise raus, Early-Variante raus. Kha'Zix sieht mir nicht nach einem Late-Game-Champ aus, Darius auch nicht, aber das sind mir auch eher dann in Target-Buns auf Phoenix. Lieschen kommt hier ebenfalls, also hier versucht man gerade ein bisschen mehr Fokus zu setzen auf die Jungler, um hier mehr Variabilität rauszunehmen. Graves ebenfalls ein sehr starker Bun hier an der Stelle. Wir haben wirklich gesehen, dass das. Great. Phoenix eine sehr starke Performance hatte mit den Games, danke. Und da kommt der Kaisermann, der Kaiser-Pick. Und da bin ich schon auch davon ausgegangen, Kaiser wird entweder Pick sein oder wird Bann sein. Ich denke mal, dass man hier jetzt auch den Fokus auf die Botlane setzen wird im Early Game. Und so ein bisschen Midlane und Jungler versucht spät zu picken. Dann setzt Ezreal dagegen, keine schlechte Wahl gegen Kaiser, Late Game stark, hochmobil, scaled aber auch sehr, sehr langsam, ne? Man kann andere Arten und Weisen und Sachen dagegen schicken. Caitlyn hat gerade ihren Mini-Buff bekommen, wäre möglich, fällt aber im Late Game gegenüber allen Alternativen ein bisschen ab. Karma dazu, Ezreal Karma, eine der beliebtesten Botlanes in der gesamten Prime League, wenn es darum geht, dass Ezreal gegen Kaiser gematcht wird, weil es eben halt so, es ist unheimlich pauklastig, ne? Es ist viel Schaden, schnelle Rotationen sind drin, du kannst auch die Roams starten, Karma bringt den Schild mit fürs Peel. Und Soraka. Soraka gegen die Antwort gegen Ezreal Karma, wobei man hier natürlich sagen muss, sie haben schon beide sehr viel Power. Und sie haben auch sehr viel Mobilität, Karma und Ezreal. Da versucht man ein bisschen gegenzusteuern mit einer Soraka, die hier natürlich die Kaiser im Early Game und im Mid Game vor allem nach vorne bringen kann. Ja, das stimmt. Also sie kann sie nach vorne bringen, obwohl ich das ja relativ ungewöhnlich finde, denn
Für Kaiser selber an ihrer Seite passen eben diese Poke bzw. Peel Supporter nur so semi gut. Da sind eben Kaiser fühlt sich viel, viel wohler auf Engagen oder Tankartigen, ja, Varianten. Also Braum könnte ich mir so als Grenzwert vorstellen, aber ansonsten, die fühlt sich auf Catchern wohl, auf Blitzcrank, auf Thresh, auf einem Swain vielleicht sogar noch als Support Champion. Alle Sachen, die ihr eben die Passive ermöglichen, das tut Soraka leider nicht. So, deswegen, ich denke, die Soraka ist hier nur Mittel zum Zweck, um eventuell im Early Game die Kaiser ins Midgame zu kriegen und für den Rest des Spiels wird sie wahrscheinlich eine taktische Variation einnehmen. Nocturne wird hier jetzt ebenfalls gebannt, also hier, das ist genau das, was wir vorhin angesprochen haben, hier wird sehr starker Fokus gesetzt auf die Jungler. Ich denke wahrscheinlich, es könnte auch ein Tunnel demnächst kommen, als Pick oder als Bann. Es ist momentan in der Liga sehr, sehr beliebt, Tunnel zu spielen. Welch ist eben schon raus, Lee Sin ebenfalls, das heißt die beiden Picks, die hier sehr oft gespielt werden, sind hier schon mal raus. Gnar wird als nächstes gebannt, ist ein bisschen untypisch auf der Toplane, wir haben jetzt nur ein einziges Game mit Gnar gesehen auf Toplane. Set, auch sehr ungewöhnlich, haben wir auch nur ein einziges Game gesehen und noch ein Jungler. Also wir haben hier jetzt sehr viele Jungler. Vielleicht bannt man hier auch seine Hardcounter noch mit, ne? Man hat sie in den Picks gesehen, in den letzten Spielen. Und man sagt sich auf Seiten von der Onga Bonga Bande, okay, ich will mir was picken und wenn ich jetzt gegen mich einen Zac oder einen Gnar kriege, dann wäre das vernichtend. Ich glaube, wir sehen hier trotzdem noch einen Early. Ne, doch nicht. Eine Shyvana? Ich dachte, jetzt sehen wir eigentlich einen Early. Ein Trundle. Trundle. Man hat LeBlanc den Early Midgame Roamer. Ja, einfach, LeBlanc ist ein Early- und Midgame Monster. Fällt im Late-Game leicht ab. Jarvan hier als Antwort gegen Trundle. Funktioniert unglaublich gut. Haben ähnliche Stärken, haben ähnliche Schwächen. Wobei ja, natürlich Trundle ins Late-Game minimal besser skaliert als ein Jarvan. Obwohl ich das hier auch geringfügig als Semi-Int ansehe. Denn Jarvans Möglichkeit des Lockdowns auf die Carries, wofür er am liebsten genutzt wird, kann hier nicht stattfinden. LeBlanc ist zu mobil und Ezreal hat sein Arcane Shift. Du kannst die beiden Carries sehr, sehr schwer mit deiner Flag-Combo Knockdown, außer sie haben nicht aufgepasst. Wukong auf der Top-Lane hier. Wukong ist sehr stark als Hyper-Carry momentan. Malphite als Antwort, hier will man den Affen mit Steinen bekämpfen. Ja. Aber nicht, dass er nachher noch zurück wird. Ja, nee, die werfen dann mit was anderem. Ah, ja, jetzt hat er's. So, das habe ich mit meiner Ex-Frau gemacht. Kommt der mit? Okay. 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 Nein, wir haben. Was? Wie soll ich das von Onga Bonga einschätzen? Das ist wieder so Midgame ausgelegt. Eine Late-Game-Option, zwei Midgame-Optionen. Drei Midgame-Optionen. Eine, zwei Early-Optionen, würde ich sagen. Und im Phoenix, was haben wir denn da? Early mit, Late Game. Ja, mit und Late Game würde ich auch so Karma geben. So. Man muss natürlich dazu sagen, dass wir beide Teams jetzt mittlerweile schon relativ viele Games gesehen haben. Das heißt, wir wissen, dass Phoenix hier ein bisschen mehr den Fokus setzt, gemeinsam mit dem Jungle auf die Mid- und Botlane. Was wir diese Runde auch erwarten können, wenn wir einen Malphite auf der Toplane haben, weil der ist relativ sicher, um es mal so zu formulieren. Und bei OB haben wir wirklich eher den Fokus auf der Top und auf der Botlane. Also wir haben in den letzten Games den Midlaner eher weniger im Fokus gesehen, sondern halt wirklich einen sehr starken Fokus auf die Botlane, beziehungsweise hier Wüstenfokus auch teilweise mit dem Volibear oder mit dem Shen auch eine sehr krasse Performance gehabt, sehr, sehr stark gesnowballt hat. Wenn ich mich nicht irre, hat Hen Halo hat in den letzten Spielen sehr, sehr oft einmal nur die Kontrollvariante für sein Team auf der Midlane gestellt und das auch sehr, sehr gut und erfolgreich. Und das kann er hier mit Syndra wieder darstellen, mit seinem Scatter the Weak, beziehungsweise mit seiner Ultimate auf Syndra, die mir gerade der Name entfallen ist, hat er die Möglichkeit, schnell Ziele zu catchen oder zumindest zu stunnen
um sie dann runter zu chunken. So. Ich denke, das wird dann das Follow-up für Kaiser oder und oder Wukong oder Jarvan darstellen. Mir persönlich war aber der Syndra-Pick auch ein bisschen zu early, meiner Meinung nach, weil ich hätte sehr gerne in der Konstellation, die sie jetzt gerade eben spielen, hätte ich gerne eine Orianna gesehen oder eine Anivia. Und ja, auf jeden Fall. Henhalo spielt beide. Also wir haben in den letzten Games haben wir auch schon eine Orianna gesehen und wir wissen, dass er privat in Solo-Queue auch eine Anivia spielt. Wobei jetzt hier eine Orianna auch sehr, sehr gut gewesen wäre. Ich glaube, die Orianna wird sich sogar fast besser gegen LeBlanc machen als die Syndra, actually. Da bin ich mir nicht sicher. Selbst der Ari ist, finde ich, ein bisschen, fühlt sich für mich ein bisschen smoother gegen LeBlanc an als eine Syndra. Also vielleicht haben wir den Pick noch nicht ganz verstanden und wir müssen uns gleich reingucken, wie sich das ausgeht. Aber was wir als Teamkomposition sehen, ist, dass wir definitiv catchlastig auf Seiten der Ongabonga-Bande gehen. Und auf Seiten von Phoenix sind wir wieder leicht Front-to-Back ausgelegt. Wir haben die zwei Frontline-Optionen, eine Flank-Option und zweimal Double-Poke mit hoher Range. Was eigentlich so eine definitive Charakteristik für Front-to-Back-Varianten ist. So, sie sind aber nicht mal schlecht im Rotieren, denn sie haben LeBlanc. Das heißt, sie können auch eine Split-Push matchen, wenn sie wollen würden. Wie du bereits erwähnt hast, also LeBlanc wird hier auch eine sehr, sehr entscheidende Rolle einnehmen für das Team Phoenix eSport, weil halt hier LeBlanc ein ganz essentieller Teil davon ist, ob die Konstellation, wie sie sie jetzt spielen, im Early- und Mid-Game überlebt oder nicht. Das stimmt. Ich denke mal auch, der gute Karnix wird es sich, also ich sehe den Karnix auf der Midlane oft versuchen, den Gank oder die Prio sich für LeBlanc zu erwirtschaften, damit er eben zusammen mit LeBlanc diese Prio eventuell auf Objectives und oder die Botlane übertragen kann. Weil bis auf Poke sehe ich nicht die Möglichkeit, wie sich der gute, oh, jetzt spackt mein Client, Entschuldigung, wie sich der gute Motorfoe und Fuchstrott da unten früh durchsetzen können. Sie haben eine Soraka gegen sich, die Giga Peel mitbringt und Kaiser, die relativ safe ihre Dodge-Möglichkeiten hat. As we im Early ist auch nicht so schön. Ne? Also im Early bringt noch nicht ganz den Burst mit, um zu sagen, ja, ich poke dich aus der Lane. Ich bin noch bei 0%. Ich weiß nicht, wo seid ihr, Jungs? Ich bin ebenfalls noch bei 0. Oh, ich bin in Gen. Boah, läuft. Dann lass ich mal bis 5 laufen. Und dann counted. Ich bin bei 5. Der gute. Okay, super. Willst du dann runterziehen? So, sind wir alle synchron und dann passt das auch. So, mal ganz kurz Callboard machen. Ja. 15 Sekunden. Ja. So, ja. Damit sind wir auch schon in Game. Bei der heutigen Begegnung. OB gegen FNG. Phoenix eSports. OB entscheidet sich hier, einen schönen Cover zu machen. Ja, aber Double N ist hat das schon gerochen und hat seine Fleck da ganz gemütlich reingesetzt. Also Jarvan hat auf jeden Fall schon mal den Most Damage in Game. Ja, definitiv. Jarvan ist der Damage Carry von seinem Team. Raptoren werden ebenfalls hier jetzt gerade gewordet, um hier ein bisschen mehr Vision aufzubauen und Informationen zu sammeln. Ich bin ja immer ein sehr großer Fan von Vision Control. Und Karnix antwortet wirklich sehr, sehr intelligent, indem er sich selber schon seinen Jungle-Weg aktiv seinem Team mitteilt. Achtung, ich rotiere eine Sekunde langsamer. Dafür gehe ich außen rum. Und Phoenix spielt hier relativ safe, aber man hat genau dasselbe gemacht, ohne dass es von Ongabonga da aufgeklärt wurde. Beide Jungler starten auf ihrer Botside. Das heißt, die ersten Ganks werden auf die Mitte oder die Toplane
gehen. Ich gehe davon aus, dass der gute Karnix vielleicht früh sich auf den guten Herrn Hello einschießt. Dabei Double N könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er sagt, okay, Battlefield, ich will, dass du keinen Spaß hast. Gehen ja schon die ersten Trades hier ab. Richtig tryhard, würde ich sagen. Ne? Naja, das sind die ersten Trades im Early Game. Also da muss auf jeden Fall schon mal ein bisschen Dominanz gezeigt werden, wie zum Beispiel gegenüber der Soraka. Ja, das ist Soraka. So ein bisschen das Skill-Matchup gerade auf Botlane. Also hier muss Soraka natürlich die Qs hitten, um hier wirklich eine gute Antwort zu sein gegen der KMA. Ja, und er darf sich aber auch im Poke, in der Poke-Frequenz nicht zu viel Zeit lassen, denn ansonsten hat Karma ihr Mantra eben wieder ab. Ne? Sobald das Mantra ab ist, gewinnt Karma die Trades. Da kommt gleich wieder Lafri Anoni, ich sag's dir, und dann gibt das der guten Kaiser und oder Kolibri ins Gesicht. Und Jungler sind beide jetzt auch schon mehr oder weniger fast fertig mit ihrer Rotation. Ein bisschen, also okay. Trundle hier mit einem Full Clear, in der Midlane wird so ein bisschen getradet, Passive von LeBlanc ist ebenfalls raus. Fällt dir auf, dass Modafoe mit Press the Attack gestartet ist? Da wollte ich nämlich gleich darauf fragen, was du davon hältst, weil momentan meiner Meinung nach Conqueror ist das, was am meisten gespielt wird. Ist aber zu schwach. Glaub mir, aus Erfahrung mit Ezreal, Conqueror ist in diesen kurzen Trades, in denen Ezreal nur sein möchte, weil am Early Game ist es eben so, dass Ezreal nicht mit seiner E mehr spielen kann. Rein, raus und viel Spaß gehabt. Dass eben Press Attack viel, viel mehr Damage anrichtet. Oh, der Schaden auf der Botlane hier von Hakama mit dem Mantra. Werden hier komplett outgepokt. Hier versucht man jetzt sehr aggressiv für die Soraka zu gehen. Ja. Also hier sehr schön auf jeden Fall von der Botlane gespielt. Hier versucht man einen sehr starken Fokus auf die Soraka zu legen. Mhm. Trundle hat es auch schon richtig gesehen. Secured jetzt die Botlane Scuttle Crab. Ja, muss er. So. Geht er so leicht invaden anscheinend schon. Seine Botlane braucht anscheinend die Hilfe nicht. Die sind zu stark eingepusht. Ne? Ja, man muss hier die Kaiser auch unten halten, weil eine Kaiser natürlich weitaus stärker ist. Also nicht weitaus stärker, aber stärker im Midgame und Late Game ist als eine SOE. Vor allem, wenn der Press Attack dabei hat. Da aus meiner Meinung. Ja, definitiv. Fürs Late Game ist es vielleicht nicht ganz so gut, eben weil das Conqueror fehlt. Aber es ist trotzdem noch, ich finde, eine sehr gute Alternative. Oh, die Chain sitzt ebenfalls. Sehr schön gecounterplayed. Botlane ist fast tot. Oh mein Gott, die Kaiser. Kaiser überlebt hier gerade eben mit gefühlt einem HP. Da hat eine Bildzeitung noch zwischen geplatzt. Ich sag dir, der Lebensbald war gerade noch so länger als mein Pipi. Aber viel mehr war es auch nicht. Ne? Also technisch gesehen war die tot. Deine so. Vergleiche. Nein, also du siehst halt wunderbar diese Lane-Dominanz, die du mit Press Attack und einer Comet-Kammer herstellen kannst. Und vor allem gegen so eine Non-Prio-Lane. So, jetzt hat Double N den Fehler gemacht, dass er Botzeit auch gestartet ist und seine Lane ihn peelen musste. Das heißt, sie haben schon das Nicht-Prio-Matchup und müssen dann auch noch peelen. Das nimmt ihnen komplette Priorität, vor allem in den ersten 3 bis 4 Leveln, wie wir es gerade gesehen haben. Phoenix eSport hat jetzt auch gerade eben noch ganz locker, flockig den Dragon secured, selbst ohne Smite, aber hier konnte man einfach ohne Probleme das machen. Mir gefällt das Pathing von beiden Junglern momentan, dass sie sagen, okay, wir counter-junglen uns gegenseitig Midlane wieder. Oh, Jayne sitzt nicht. So, ein kleiner Invade hier oben von Double N sehe ich. Ja, und Tastelei. Oh, First Blood für die Syndra mit der Ulti. Man versucht hier den Charm nochmal. Nein, vielleicht auch nicht. Wukong Level 6, muss hier aber natürlich aufpassen, das ist immer noch ein Malphite. Malphite ist ebenfalls Level 6.
Wukong 30 Pharma Head sehe ich gerade eben. Wukong, pass auf, mein Sohn. Wird nichts raus. Also, da wird die Band disengaged. Double N Shadowed weiter sein Top-Laner. Und betet im Prinzip, dass I'm Legend und Kolibri da unten nicht zu viel an ihrem Tempo verlieren für das spätere, für den späteren Vierverlauf. Denn Modafoe und Fuchsrott dominieren die Länder. In der Mitte Taste-Like Toast. Ich denke aber nicht, dass das so eine große Rolle spielt für den jetzigen Moment. Ich glaube, da muss halt wirklich was auf Botlane passieren. Da muss ein Play sein, da muss ein Gank sein, damit hier was wirklich passiert. iLegend und Kolibri spielen das wirklich sehr safe auf Botlane. Ja. Und fallen noch nicht einmal behind mit dem Farm. Oh, der Root ist dran. Oh, es wird backitrated gegen den Azrael. Exhaust, Heal ist raus. Kaiser fast tot. LeBlanc ebenfalls unter Flash raus. Double Kill für die. War das lecker. Die Soraka ist auch noch in die W von LeBlanc reingeflasht. Sehr, sehr schade. Und genau das ist das, was ich gerade eben angesprochen habe. Auf Botlane muss ein Play passieren. Da muss ein Gank passieren. Sehr schön reacted gerade von LeBlanc. Ja. Da hat Knacks gemacht. Oh, na, das kommt durch. Oh mein Gott, das Binding kommt durch, aber immer noch in Tower Range. Ja. Aber hier kann man auf jeden Fall die Dominanz zeigen von der Karma. Und der gute Jarvan hat wieder keinen Spaß mehr im Jungle. Und hat selbst ein bisschen Jungle-Prio wieder sein gelassen. Oh, hätte er den Grog noch mitgenommen. Ich sag's dir. Das war alles kalkuliert. Er wollte nur den Grog. Ich sag's dir, der mag die Schuhe. Tastelight kriegt hier vielleicht seinen ersten Blue-Buff. Ich glaube nicht, ich nur vielleicht. Nicht, ich denke, der kriegt noch Blue-Buff. Boah, der Schaden von der Kamera. Ja, ich weiß nicht, wer in Charge ist. Über die Jungle Camps, aber anscheinend ist es Taste Like Toast, der seinem Jungler hier sagt, übrigens, ich nehme meinen Blue Buff. Ne? Und er so, aber ich. Und der gute Karnix gibt ab. Ja, Taste Like Toast sagt einfach, ich stehe 2-1, du stehst 0-0. Der Blue Buff ist meins. Ist ja nicht so, dass er solo gestorben ist gegen den guten Hennelo, ne? Ja, das ist egal, es ist immer die Junglers Fault. Ja, yeah, ja. Yeah. Better Jungler wins, so, Punkt. Better Jungler wins. 30 Farm, jetzt versuchen wir den Chain sitzt. Kann sich hier nicht mehr wehren, die Sundra. Ja, was will man denn dagegen machen? Du bist in der Chain, du hast das Ignite drauf, du wurdest gebissen, du wurdest geslowed. Das macht keinen Spaß. Ne? Das ist, da gibt man sich dann auch seinem Schicksal hin. Und Hennelo sagt auch, okay, ich spare mir lieber den Flash und TP gleich auf die Lane. Vielleicht TP da. Vielleicht benutzt das aber auch für ein Objective. Vielleicht ist es auch nicht Henry Rose, sondern Manuel Neuer. Ich wusste, dass das jetzt kommt. Ich wollte es aber nicht sagen. Boah, schön. Kommt Jarvan, ein aggressives E? Nee. Jarvan jetzt gerade eben auch am Herald? Ja, es ist eine der Grundregeln im E-Sport. Ist es, dass oft einfach das Objective Drake gegen Herald getradet wird. Battlefield, du hast jetzt dreimal innerhalb von 2 Sekunden dein Autotech abgebrochen. Das hat keiner gesehen. Das ist ein Malphite, das ist ein Stein, der muss nicht Autotecken. Der muss einfach. Ach so. Der muss später einfach nur noch ulten. Der muss eine gute Ulti treffen auf die Kaiser, auf die Soraka und dann. Und das ist so dieses typische Solo-Queue: du flamest deinen Top-Laner an. Malphite, why don't you move? I'm a rock. Rocks don't move. Ja, so ungefähr, ja. Ja. Wobei man natürlich sagen muss, 30 Farm Unterschied ist hier jetzt schon eine Nummer. Er hält sich auf jeden Fall, aber 30 Farm sind 30 Farm. Er soll ja auch seine Lane nicht gewinnen, gehe ich davon aus. Wüstenfuchs selber will sie gewinnen, hat, ich denke mal, die Midgame-Dominanz auf jeden Fall. Und ist im Late-Game, je nach Bild, auf jeden Fall gefährlicher für die Top-Lane. Hier so versuchen wir jetzt den Malphite zu all-in. Jarvan ist auch schon unterwegs. Vulkung Ulti ist raus. Gibt man den Kill ab? Nein! Double N nimmt sich den Kill. Ja, aber praktisch gesehen, er kann ihn gebrauchen. Und zwar sehr gut. Jetzt nicht. Der zweite Drachen. Damit haben wir einen Cloud Drake und es gibt einen Ocean Soul in diesem Spiel. Ocean Soul ist ja natürlich sehr, sehr profitabel hier für Soraka. Versucht man Botlane wieder was zu machen. Muss hier natürlich aufpassen, es ist immer noch. Das ist der First Turret, oder? Guck dir das an. Ist der First Turret auf der Top-Lane, definitiv. Knall!
Einmal 180 für alle und einmal 330 für alle. 330 Gold für die beiden. Goldverteilung. 4800 Gold auf dem Wukong. Mhm. Und Wukong hatte ja natürlich auch Möglichkeiten, im Midgame mehr zu reißen. Botlane muss sich jetzt zurückziehen. Sie können hier diesen Tower nicht verteidigen. LeBlanc ebenfalls auf dem Weg auf die Botlane. Müssen ja aufpassen. LeBlanc geht am Flanken, sitzt noch. Aber der Schaden von der isolierten Kaiser, Q, drückt hier auf jeden Fall. Ja, definitiv. Ne? Also Syndra auch auf dem Weg. 3 gegen 4 muss man hier trotzdem aufpassen. Usuraga ist auch fast tot. Da kommt der All-In-Flash. Ist ein Flash hier raus. Chain sitzt nicht, Exhaust ist ebenfalls raus. Da kommt die Ulti. Oh, Soraka wird hier noch abgeholt von der S-Ray-Ulti. Ah, schön. Rennt hier noch gerade so rein. Kann keiner mit rechnen. Ein bisschen geforst von Phoenix Esports, dass sie unbedingt diesen Turret kriegen. Ne? Selbst Tayslade sagte, ich komme hier runter, ich mache Stress. Und Scatter the Weak von Hanalo sitzt traumhaft. Kannst du nicht sagen, saß traumhaft und hat dafür gesorgt, dass erstmal Phoenix sich nicht wehren konnte. Traumhaft ist hier gerade auch die Rotation von OB, die dann einfach sagen so, hey Leute, ihr holt Botlane, wir holen einfach einen Toplane-Turret, ihr holt Botlane, wir gehen in die Midlane, holen dann nochmal 3 Turret-Platings, was auch eine sehr, sehr schöne Rotation ist. Die Rotation zurück. Wukong hier jetzt gerade und ein bisschen Autophysischen, Malphite-Ulti kommt ebenfalls raus, da kommt die Jarvan-Ulti. Jarvan wird abgeholt, muss rausbrechen. Der Stein, oh! Soraka ist dir nachgegreedet. Oh mein Gott, Soraka ist hier den Stein nachgegreedet. Hätte es hier beinahe auch noch mit dem Leben bezahlt. Hier sehen wir übrigens ganz deutlich Syndras Early-Schwäche. Nach ihren Nerfs, die sie im letzten Split bekommen hat, kann Syndra keine Prolonged Fights mehr eingehen. Skirmische machen ihr keinen Spaß, weil sie eben das Mana nicht übrig hat, ohne adäquate Items und ihr Level. Du siehst es, sie macht 3-4 Kombos und dann muss sie in die Base. Schaden. Eine Q, ein Tower-Shot und die Blanc ist immer Half-Life. Ja. Und sie ist 3 Level über Kaiser. Die Blanc ist Level 10. Ja. Ist Level 10. Wie sieht's denn von der Levelverteilung selber aus? Au. Das Binding sitzt. Sehr gefährlich. Exhaust ist raus. Kann man hier die Syndra noch abholen? Ja, kann man. Kann man hier nicht besonders viel machen. Nein, und jetzt ist Kant. Ja. War hier aber wirklich auch ein bisschen greedy, muss man dazu sagen. Vielleicht war es auch noch ein Bait. Also ich kann mir vorstellen, dass es ein Bait war. Wenn ja, unheimlich riskanter Bait. Wohlgemerkt. Man ist nur eine Karma. Man hat gerade erst sein Ducking Essenes fertig. Ne? Und mehr nicht. So, gegen eine Syndra mit Ludens. Die eigentlich 3 Level war sie, wie es eben ja noch erhält. Ist schon gefährlich. Und Bluebluff wieder abgegeben an Taste Like Toast. Ich denke noch nicht, dass sich das komplett für Phoenix geschiftet hat. Eben wegen dem Scaling der Wukong hat noch mindestens einen Power Spike, der kommt. Ja. Und du darfst? Entschuldigung, ich wollte nicht rein. Kein Problem. Ich wollte nur darauf eingehen, dass Wukong immer noch eine sehr starke Rolle einnimmt in einem Hyper Carry. Ja, oh. Wukong ist ein starker Lane Bully, aber man darf eines nicht vergessen: seine Stärke ist seine Ulti. Und das ist in dem Teamfight. Ja. Und deswegen ist er ein sehr, sehr starker Hyper Carry. Und man hat hier einfach wirklich die Möglichkeit zu sagen, man hat einen Hard Engage mit einem Jarvan, mit einem Wukong, kann CC mitbringen. Man muss versuchen, die Kaiser und die Syndra reinzubekommen, weil die werden so ein ausschlaggebender Punkt sein. Ist jetzt momentan etwas schwierig, weil hier wirklich der Ezreal und die LeBlanc hier einen sehr starken Lead haben. Was sich natürlich sehr schnell wieder shiften kann, wenn man diesen Shutdown bekommt. Soraka hier an einer gefährlichen Situation, Level 6, Chain wird hier abgeholt, explodiert hier einfach. Soraka, Level 6, sogar mit Bone Plating. Und ich lese hier gerade im Chat, dass wir nicht ganz synchronisiert sind, mal nebenbei. Ich schreibe mal kurz der Regie. Ich bin bei 20 Sekunden. Ich bin bei 22, 23, 24. 25. Drake versucht man hier jetzt noch zu securen. Kann hier noch gestohlen werden vom Jarvan? Zweimal sogar.
Okay, 16:40 stoppen, sagt die Regie. Jetzt. Ja. Und gerade wenn Taste Life steht. Ja, sind wir drin. Zählst du uns dann gleich rein? Nee. Ach, 45, oder? 45, dann muss ich dahin nochmal kurz gehen. Gib mir eine Sekunde. Es ist unglaublich super, dass es gerade ein Teamfight ist und ich ja. Ne? Ich sehe einfach. Gut. Ja. Ja. Okay. Triple Kill für Ezreal. In Stock Motion. Ja. Hier wird man wahrscheinlich jetzt noch für einen Herald gehen. Wird man wahrscheinlich Midlane noch auspushen. Herald nehmen. War hier natürlich ein bisschen unlucky. War aber hier natürlich sehr schön gespielt hier vom Jarvan, der hier den Drake noch stehlen konnte. Ein Ocean Drake für die Soraka und für die Kaiser machen hier natürlich. Ich denke, das wird sie auch länger im Spiel halten. Das gibt ihnen die Möglichkeit, die Prioritäten irgendwie ins Midgame zu tragen. Aber momentan ist ihre komplette Map bis auf die Toplane geöffnet. Sie haben aber Phoenix Esports komplette Map bis auf die Botlane geöffnet, ne? Also ich gehe davon aus, dass dieser Kampf um die Heralds hätte auf jeden Fall besser ausgehen können und müssen für UB. Denn der Einflussbereich war viel besser für UB. Und Phoenix selber hat einfach den Vorteil um den Drachen gehabt. Schade, dass Double N hier ein bisschen smite-sicherer war und sich das Ding einfach geholt. Oh, die Chain sitzt ebenfalls, muss hier rausflashen. Die Blanc geht aber auch direkt wieder zurück und antwortet hier mit dem TP. Wo kommt, will hier die LeBlanc, aber Ulti sitzt Chain. Hittet nicht, geht hier mit einem Flash Ulti wieder rein. Ist ja jetzt ganz alleine gerade. Oh, sehr schöner Escape. Geht ja trotzdem noch für den Fight mit der Soraka mit der Rückendeckung. Hier will man jetzt den Botlane-Turret holen. Malphite aber auch unterwegs. Man darf die Malphite und Ulti auf jeden Fall jetzt nicht unterschätzen. Aber wenn Red Flank jetzt Double Enders hat sein Team gepinkt, Achtung. Leute, wir spielen vorsichtig. Und ich bemerke gerade, LeBlanc hat einen Vision Score von 5. okay. Aber er hat einen Pink Ward im Inventar. Er hat einen Pink Ward, ja. Er braucht es ja auch erstmal nicht, ja. Er braucht es nicht, weil sein Auftrag ist nicht Vision machen, sondern sein Auftrag ist irgendjemand platzen lassen. Hat eben gerade nicht ganz so geklappt, aber das ist ja. Ne? Hätte funktioniert, wenn die Chain gesessen ist, aber das ist natürlich immer so ein kleiner Gamble. Gerade wenn man in einem Melee-Matchup ist. Man sagt immer, Skillshots sind einfacher zu treffen, wenn der Gegner direkt davor ist, aber genau ist es eigentlich andersrum. Nee, es ist genau andersrum. Skillshots sind schwieriger, je näher du an deinem eigenen Charakter dran bist. Also ich spreche aus Erfahrung als ehemaliger Kalista-Main. Du willst als Kalista-Main in den Nahkampf gehen, allein weil kein Spieler im Nahkampf so gerne überhaupt etwas trifft dann. Jetzt versucht man hier auch noch ein bisschen den Red Buff zu securen. Und antwortet hier, der Schaden von Wukong versucht hier. Na, da kann Toast kann da nicht gegen so einen Lane Bully. LeBlanc geht wieder rein, kriegt die 300er Schelle von der Ding. Sehr schöner Silence. Secure hier noch mit der Jarvan Ulti. Jarvan Ulti war so ein bisschen Overkill, aber sehr schönes Silence Feld. Man antwortet mit dem Herald in der Midlane, damit man hier noch Pressure und Gold aufbauen kann. Und natürlich weiter die Map öffnen kann. Ja, so ein Turret ist weg, das muss beantwortet werden. Malphite Ulti auf der Syndra. Syndra kann hier nichts machen. Ja, das, selbst wenn Wukong da oben durchgeht, tradet man jetzt hier gerade Inhib Turret für Inhib Turret. Beziehungsweise das nicht mal, weil Taste Light lebt gleich wieder. Ich denke auch nicht, dass er weiter pushen wird. Also ich denke mal, sie wissen ganz genau, hey, selbst wenn Wukong jetzt hier backcallen würde, sie können diesen Fight nicht nehmen. Sie sind einfach momentan nicht in der Position, dass sie sagen können, hey, wir können das fighten. Wir sagen einfach, hey, wir holen uns den Top-Lane-Turret dafür. Ist richtig. Ne? Also die Rotationen sind im BWL-Studium gebe ich es auf jeden Fall an Phoenix, die hier die intelligentere Aktion und den Mehrwert rausgeholt haben. Ne? Einfach den Herald auf die Midlane zünden und durchdrücken. Ihr habt gerade eh den Catch an Taste Light gekriegt und werdet jetzt mit Wukong, der uns am unangenehmsten ist im Teamfight gerade, in den Splitpush gehen. Und Wukong nur mit seinem Tiamat, ich glaube, das reicht noch nicht ganz mit dem Splitpush-Vermögen.
Ne? Nein. Es ist auch, meiner Meinung nach, sollte das auch nicht seine Rolle sein in dem jetzigen Moment. Er ist an einer sehr guten Position, er hat 200 CS, er hat einen Trinity, er hat 9000 Gold, er ist 3000 Gold im Vorsprung gegenüber Malphite. Und das Gold muss er demnächst nutzen. Und er ist mit Karnix, Modafoe und Fuchsrott der Einzige, der noch nicht gestorben ist in diesem Spiel. Ne? Wukong jetzt aber auf der Toplane, hat keinen TP. Drake ist ab. Es ist so ein bisschen eine Entscheidung, die ich nicht nachvollziehen kann. Ja, er vertraut Double N, der eben schon gezeigt hat, wie Smite sicher ist. Oder und die Jane sitzt leider nicht. Das ist immer so schade, ne? Wenn du das siehst und dir denkst so... Double N will ja auf jeden Fall jetzt für einen Steal gehen. Müssen wir natürlich aufpassen. Das weiß nämlich Phoenix, dass er für den Steal gehen möchte. 4000. Ja. Es wird sehr schön mit dem Damage runtergenommen. Oh, da kommt die Ulti, da kommt der Full Engage auf den Jarvan. Kann man Jarvan noch abholen. Double Chain. Double Jump. Von der Leblanc kann ich noch einen Double Kill abholen. Oh, lecker. Drake geht ebenfalls an Phoenix, die dann einfach jetzt einen Reset machen. Oh, schön. Schön abgebrochen. Und Wüstenfuchs macht einfach Top-End-Sachen. Ja, holt sich einfach in den Top-End-Turret. Kann sich wahrscheinlich sogar noch den Inhibitor holen. Nein, ich denke, er weiß das und er hat mitbekommen, dass man jetzt zu ihm rotiert. Und Taste Like pusht aus. Wüstenfuchs geht back und. Phoenix entscheidet sich jetzt in der Rotation einfach den Baron zu holen. Ihr seid eh nicht da, Leute, und ihr müsst eh verteidigen. Ne? Und da kann man auch relativ wenig dagegen machen. Wir haben keine Global Ulti und damit wird der Baron ohne Probleme hier an Phoenix gehen. Was hier natürlich sehr, sehr problematisch ist hier für OB, weil sie natürlich momentan nicht diesen Wave Clear haben, damit sie da wirklich etwas dagegen tun können, dass sie gesieged werden. Ja. Ich denke, den Wukong hier im Split-Push zu lassen, ist eben die ungünstige Alternative. Ich hab's heute, Leute. Es ist schrecklich. Nee, ich finde Wüstenfunk macht sich als Split-Pusher nicht gut. Ich denke, er muss hier die Flags, er muss die Shutdowns, er muss vielleicht den Catch kriegen. Auf einzelne Ziele, wie er es jetzt unten auf der Botlane versucht. Aber es ist leider kein Opfer da. Also ich denke, Wüstenfuchs versucht hier jetzt einfach das Beste, was er halt momentan machen kann, und zwar irgendwie Value rauszubringen, und das Value ist halt momentan die Antwort, hey, ich splitpushe. Ja, richtig. Ich gehe splitpushen. Und das ist auch eigentlich nicht falsch, nur Phoenix eSports stellt selbst mit ihrer Vierer-Kombination viel, viel mehr Druck auf, als OB das mit ihrer Vierer- oder Fünfer-Kombination gerade hinkriegt. Leblanc auf der Toplane versucht jetzt einen schönen 1-4er zu spielen, auf der Botlane zu pressuren, auf der Toplane zu pressuren. Wukong hier ganz allein versucht man zu All-Innen auf dem Trundle. Der Trundle ganz alleine, kriegt hier aber trotzdem 300 AP. Wukong ultet zwei Leute auf der Toplane. Kamera sagt sich, I don't give a damn. Der Doppel-Knock-Up gerade eben von dem Javan. Tausend Schatten auf der Kaiser, der Exhaust ist ebenfalls raus. Die Kaiser kann hier gerade machen, was sie will. Sie wird hier einfach nicht gefokust. Nee, sie kann auch da einfach durchziehen. Man hatte einfach Taste Like nicht dabei. Man war auch out of position. Man hat nicht damit gerechnet, dass Wüstenfuchs seine Ult nur für diese drei Mann aufhält, um gleich von Hello gefollow-up mit einem Scatter Weak zu werden. Und dann ist RIP. Und dann, so soll es funktionieren. I'm Legend lebt aus dieser Angst, die von diesen Low HP passiert hat. Und die hat er ausgenutzt. Eiskalt. Das ist auf jeden Fall jetzt auch sehr, sehr stark hier für die Kaiser, die hier einen 1000er Schattenwurm bekommen haben. Also 1000 Gold als ADC ist schon sehr schmackhaft. Ja, definitiv. 1000 Gold als ADC nimmt man immer mit. Und ich denke, das bringt jetzt auf jeden Fall die Ongabonga-Bande zurück ins Spiel, so dass sie jetzt ihre Dominanz auch ausspielen können. Ne, der Fehler, den Wüstenfuchs sich die ganze Zeit erlaubt hat, den hat sich jetzt hier unser guter Toasty geleistet, indem er eben nicht mit dabei war und von seinem Team in den Splitbush vielleicht gezwungen wurde. Ich weiß es nicht, was da kommuniziert war. Das geht man den Red Buff auch noch ab an die Kaiser. Ja, ich glaube, SW selber hatte bis jetzt noch keinen Red Buff, wenn ich mich nicht irre.
SYL geht es hier ebenfalls auf Death Dance, genauso wie der Wukong. Wukong ist immer noch bei Death Dance. Da ist gefühlt Death Dance ist immer noch ein Busted-Item. Moment. Er geht auf Double Fage? Ja, er geht auf Double Fage. Er holt sich Tiamat, Death Dance und Black Cleaver. Wird das. Und damit stellt er, glaube ich, so eine zweite Frontline auf. Ich glaube, die wollen doch Front-to-Back spielen. Beziehungsweise mit diesem Hard Engage von Wukong und Double N. Ja, Double Fetch ist halt immer so eine Geschichte. Ich weiß natürlich, warum er Black Cleaver holt. Gerade wegen der Ultimate ist es sehr, sehr stark, um halt wirklich die 24% Armor Reduce zu haben. Aber ein Double Fetch Item ist halt. Weiß ich nicht. Wir sehen, wie es sich ausspielt. Vielleicht will er wirklich um die anderen Werte spielen und sein Hauptauftrag ist eben diese lange aushaltende Frontline zu sein, damit Kaiser die Möglichkeit findet, nachdem alles raus ist, die Backline zu Schaden von Sinnraus. Sinnraus ist jetzt auch schon an dem Punkt, wo sie wieder Schaden macht. Ist sie auch schon kurz davor, einen Rabadon zu holen? Soraka hier fast tot von einer einzigen Q. Ich glaube, die hat keine Lust mehr. Die hat einfach Soraka hat gar keine Lust. Die ist das ganze Game lang schon drei Level behind. Ich glaube, stell dir mal vor, Fuchstrott, er hätte sich jetzt entschieden, um zu sagen, jo, Leute, ich baue mir jetzt noch einen Darkseal und das baue ich zu einem Magize um. Double N will hier wieder für den Steal gehen. Ist hier gerade ganz alleine mit der Ulti drin. Kann den Ocean Drake sogar noch stealen. Sehr schön. Das ist so, dass das funktioniert. Und das restliche Team sagt so, hey, wir machen nicht weiter. Du bist gestorben, wir haben Drake. Easy. Ja, easy. Das ist nicht so. Der vierte Drake für Phoenix und der Ocean Drake hilft ebenfalls für die Soraka und sonstige hier mehr Sustain zu haben. Ja, also jetzt baut sich Soraka vielleicht noch eine Geistessicht oder ein Warmog, und dann kann die sagen, GG, ich bin die Frontline. Ne, look at me now, I'm the Captain. Das wird definitiv ein Ardent. Ja, definitiv. Aber das Soraka wird hier sehr behind momentan. Ja, nee, sie kommt zu nichts. Mit 0,45 kann sie nicht das Geld auch nur im Ansatz aufbringen. Also ich würde jetzt gerne die Goldunterschiede eingehen, können wir aber nicht machen. Oh, die Chain sitzt nicht, das wäre auf jeden Fall der Tod gewesen für die Soraka. Eben genau deswegen können wir nicht auf die Soraka ist einfach 5 Level behind. Das ist doch Mobbing, Leute. Die werden richtig gemobbt. Botlane, Wukong hier gerade auf der Top, im Jungle versucht man hier die Lidong zu machen, ist aber leider der Klon. Ja, 25 Gold für Wüstenwuchs. Und Karnix rettet hier Taste-like mit dem Pillar. Das ist also richtig intelligent durchgezogen. Also ich finde das gerade sehr schön gespielt hier von OB, die dann sagen so, hey, wir können auch ein bisschen defensiver spielen und wissen ganz genau, was wir tun und dass wir nicht fighten können. Ja. Und da sehe ich momentan auch so ein bisschen den Struggle von Phoenix eSport, die gerade nicht wissen, wie sie das Game am besten finishen. Ja, gar nicht. Die haben massive Probleme jetzt, ihre Prio wieder richtig auszuspielen. Das Tempo verschleppt sich so ein bisschen, habe ich das Gefühl. So, sie sind eigentlich das Late-Game-Comp. Sie haben eben gerade im Early-Mid-Game gespiked und verschleppen aber auch wieder ihr Tempo. Wüstenfuchs wieder ebenfalls am Split-Pushen. Sie wollen ja aber jetzt für den Baron preparen, also wieder kann man vielleicht Baron für Tower traden? Ja, vielleicht Baron für Tower traden, aber, und ich call dir das jetzt, den wird Double N stealen. Die können den nicht machen. Ja, da kommt der Harding. Oh mein Gott, der One-Shot auf der Soraka mit der Chain muss hier komplett disengagen. Sündere muss ich hier auch zurückziehen. 9000 HP, Baron. Die sind da echt gefährlich gerade. Karma fast tot. Double will den auf jeden Fall. Double will den stealen. Wüstenfuchs macht Botlane. Ja. Er hat sehr gute Chancen. Syndras dann. Die Kaiser. Uff. Wird hier gewonshottet. Der Damage fehlt ein bisschen jetzt auf dem. Da fehlt definitiv viel Damage. Syndra holt sich hier ein Double Kill für den Trundle. Double hat.
Oh Gott! Was passiert da? Die Chain sitzt! Lieb Long! Oh mein Gott, und die Spinne ist gerade! Wüstenfuchs endet das einfach! Oh Gott! Ich hab grad keine Ahnung, was da gerade passiert ist! Backdoor! Baron hat zu lange gebraucht! Modafo wollte rübergehen, um zu zonen, der Damage hat gefehlt, die Chain saß, der Scatter the Weak saß, Tastelike konnte sich noch wehren, aber wer soll das smiten, wenn Karnix einfach gescattert wird? Ja, wer soll es smiten? Phoenix ist hier jetzt gerade am Baron so ein bisschen, also ich hatte das Gefühl, dass sie am Ende so ein bisschen gepanikt haben in diesem Baron-Pit, weil sie nicht wussten, was sie machen. Entweder wir deffen Wüstenfuchs oder wir müssen Baron aufgeben oder wir machen den weiteren. Ich glaube, da wurde nicht klar kommuniziert, was da gemacht worden ist. Ja, ich denke, man war sich da selber nicht sicher. Der Wüstenfuchs hat einen unheimlich hohen Druck da aufgestellt auf der Sidelane, dass er da ist und versucht, den Inhib zu holen. Das hat wahrscheinlich so ein bisschen zu Uneinstimmigkeiten geführt, weswegen wahrscheinlich Modafo rübergegangen ist und dieser gesamte Baron-Versuch weder abgebrochen noch zum Engage gemacht wurde. Es sind 8 Milliarden Stacks auf einem Trundle gewesen, der dann auch im Prinzip True Damage von der Syndra kriegt. Und das führt dazu, dass dann auf einmal mal alle platzen.